Die haben hier oben auch nirgendwo mehr Platz. Okay, dann rasten wir nochmal zum Identifizieren. Rüstung des Hirsches. Es gibt nur wenige Rüstungen in den Reichen, die sich mit diesem Prunkharnisch messen können. Über die Herkunft der Rüstung des Hirsches gibt es nur noch Legenden und Geschichten. Es ist eine Minus-2-Rüstung, die 45 wiegt. Oh, der Gürtel der Frostriesenstärke. Haha, sehr schön. Komm, ich pack mal 5 Stück hier raus. Kann ich nicht. Dann können wir das dann nämlich da reinpacken. Und der Seelenschnitter 4. Durch jeden Treffer erleidet das Opfer kumulativ plus 2 auf seinen ETW 0. Der Malus hält 20 Minuten an. Wow. Das ist mächtig. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern, Dieben, Charakter mit guter Gesinnung. Also nichts für Minsk. Schade. Aber ja, den Prunkharnisch, den könnten wir mal behalten. Irgendwas sonst noch, was ich hier behalten würden wollen tun? Das Ding zum Beispiel. Und das da. Abwehrarmreife nicht so wirklich. Krummsäbel. Ja, verbesserte Hast nicht unbedingt. Knochenklinge auch nicht. Ach, gib mal die Lalko her. So, jetzt ist der Behälter wieder voll, aber Minsk ist etwas leerer. Was schon mal gut ist. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay. Na. Schwerter statt Sagt mir, euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, hier darf ich dich auswählen. Danke. Minsk und wo immer Minsk auch ich bin hingeht, bereit. Macht das Böse einen Schritt zur Seite. Wie Auf ihr geht's. Wünscht. Verstanden. Ich helfe wo immer schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. So, dann kriegen wir euch alle mal darüber. Keine große Gut. Herausforderung. Ihr seid alle immer noch Dunkelelfen, oder? Ja. Das ist auch okay. Das heißt, wir gehen jetzt in den Gedankenschinder Dungeon. Joho, joho, huhu. Ich warte. Was möchtet ihr? Sacken vorher hier noch das Gold ein. Die brauchen es ja. Eh nicht mehr. Erzählt die Minotauren. So, jetzt kommt wirklich der schönste Dungeon. Nein, jetzt kommt der furchtbarste Dungeon. Vollgestopft mit Gedankenschindern, die einem das Leben wortwörtlich zur Hölle machen.
der auch noch teilweise geskriptet ist und seltsame Rätsel birgt. Weil Gedankenschinder böse Sadisten sind. So, Ausgang. Keine große Herausforderung. So. Ja. Psychischer Vampirismus auf Immoen, das ist böse. Ein zwitscherndes Geräusch dringt zwischen den sich hin und her windenden Tentakeln der Eliphiden hervor. Ein schwerer Schmerz sticht durch euren Verstand. Bilder von Schmerz, Grausamkeit, Grubenkämpfe und Sklaverei führen eure Wahrnehmung. Dann empfängt euch gnädige Bewusstlosigkeit. Als ihr erwacht, stellt ihr fest, dass ihr auf einem harten Steinboden liegt. Welch fürchterlichen Qualen die Gedankenschinder für euch planen, wisst ihr nicht, aber dennoch überkommt euch ein Gefühl kalter Angst. Fragt nur. Nun. Was immer ihr wünscht. Ist was los? Schön. Ja, immerhin versucht mal die Tür zu öffnen. Okay, hier kann gar nichts geöffnet werden. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ja, wir sind nicht weit vom Ausgang entfernt, aber trotzdem noch weit genug. Das heißt, das Einzige, was wir gerade machen können in unserer Zelle, ist warten. Ja. Natürlich. Oder die Türen einschlagen. Ah, nix mehr Schlafi, ich sehe. Gut, nun Zeit zu kämpfen. Was ist das für ein Ort? Wer seid ihr? Fragen, Fragen, Fragen. Neue Kämpfer immer stellen gleiche Fragen. Ihr zuhören und euch und ich sagen euch, was wissen müsst. Erstes Ding, ich nicht euch gefangen, ihr euch vorgewagt in Heim der Schinder und ihr gefangen. Nun, ihr bezahlen für Aufenthalt, verstehen? Nächstes Ding, ihr besser kämpfen gut in der Arena, denn wenn ich kämpfen gut, ihr sterben. Wenn ihr überhaupt nicht kämpfen, ihr sterben. Vielleicht ihr Leben lang genug und bekommt Position von Diener, besser als kämpfen. Oh, letzte Regel, niemals angreifen die Schinder. Ihr in ihrem Zuhause, sie euch töten mit ihren Gedanken. Ich muss also als Amüsement der Schinder kämpfen. Meint ihr die Gedanken, Schinder? Ich lasse es nicht zu, dass man mich zum Kämpfen zwingt. Ich weigere mich mitzumachen. Ihr kommt mir wie ein ganz vernünftiger Kerl vor. Ich könnte euch reich entlohnen, wenn ihr dafür sorgt, dass wir freikommen. Dann werde ich kämpfen. Ich werde mich nicht widersetzen, zumindest noch nicht. Nehmen wir mal die Eins. Ich meine die Herren, die kontrollieren die Kämpfe. Ihr tun, wie ich sage, und sie euch nicht töten. Ihr kämpfen werdet gegen viele Feinde, bevor werden Diener wie ich. Ihr werdet leben, wenn kämpfen gut. Ich warne jedoch, nicht ärgern Zuschauer. Sie sind besonders stark hier wegen besonders groß Gehirn. Erster Kampf beginnt jetzt. Fragt nur. Ich bin schon ohne meine Wunden schwach genug. Was kann ich tun? Okay, immerhin hat es ein bisschen mitgenommen. Aber die kriegen wir schon wieder hin. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Und jede Gei, aus dir mache ich Prahl. Gut, ihr kämpfen gut. Für jetzt, ihr bleibt am Leben. Ich komme und sage euch Bescheid, wenn nächster Kampf beginnt. Ihr hebt es doch für mich auf, oder? Oh. Heiltränke. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Vita Mortis Aion. Vita Mortis. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita
So, jetzt müsste endlich die Tür nach nebenan offen sein. Ja. Ich warte auf euren Befehl. So, welcher der Gifienki spricht? Der da. Wir sind hier nicht allein. Dies ist das schlimmste aller Schicksale, denn wir sind den gefürchteten und verabscheuungswürdigen Elitiden in die Falle gegangen. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Und zu glauben, wir würden das gleiche Schicksal erleiden wie ihr, ihr hättet bei unserem Hinterhalt auf See sterben sollen. Oh, die schon wieder. Und steht allen das gleiche Schicksal bevor wie Spielfiguren in der Arena. Eine schreckliche Art, das Leben eines Geschöpfs zu beenden, finde ich. Was für eine Art Wesen seid ihr? Ich habe niemals vorher so etwas gesehen. Was wisst ihr von den Elfinen? Sind das die sogenannten Gedankenschinder? Ihr wollt also hier kämpfen. Wir werden da wahrscheinlich gegeneinander kämpfen müssen. Euer Schicksal interessiert mich nicht. Ich werde schon selbst herausfinden. Nehmen wir mal die Eins. Wir sind Gifienki und wir kommen nicht ohne Absicht hierher. Jemand hat uns ein Schwert genommen, ein silbernes Schwert. Wir wollen es zurückhaben. Aber unser Schiff wurde zum Kentern gebracht und jetzt sind wir im Gewahrsam unserer verhassten Feinde der elifidischen Gedankenschinder. Das ist eine Niedertracht, die ich nicht dulden werde. In uns wurde ein besonderer Hass auf die Elifiden und wir wollen sie tot sehen, ehe wir erledigt sind. Oder wir sterben selbst. Ich kann nicht mehr sprechen. Meine Schützlinge müssen für die bevorstehende Schlacht meditieren. Es wird große Geisteskraft nötig sein, um diesem Ort zu entkommen. Große Kraft. Keine große Herausforderung. Sie kommen und wir müssen uns ihnen stellen. Die Waffen bereit auf mein Kommando. Die verhassten Elitiden kommen in Sicht. Ja. Ha! Ein stinkendes Loch. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Er hat nur daran gedacht, die Tür wieder zuzumachen. Warum kriegen die eigentlich ein größeres Zimmer als wir? Ihr da! Wir haben unseren Kampf ausgefochten und ich glaube, das Schicksal lässt uns wieder aufeinandertreffen, wenn der Kerkermeister das nächste Mal kommt. Mhm. Wir könnten damit prahlen, wer überleben würde, aber ich glaube, es gibt einen weitaus besseren Plan. Es ist nur eine kleine Chance, aber die einzige, die wir haben. Ich höre, wie euer Wert euch gesagt hat, sind die Elifiden hier in ihrem Haus stark. Sie haben hier Macht, nach Belieben zu morden und eine Flucht ist unmöglich. Aber wir Gifienki haben unsere eigene Macht und ich glaube, wir könnten in der Lage sein, die Elifiden abzulenken, um so anderen die Flucht zu ermöglichen. Und dann wird Minz sie mit einem Stiefelabsatz aufhalten. Ja, erzählt mir, mehr von dieser Partnerschaft, das Böse zu zerschmettern. Wenn die Schlacht bevorsteht, werden wir Gifienki innerhalb des Rings meditieren und die Geisteskraft der Elifiden zurückdrängen. Ihr solltet dann die Türen der Arena öffnen, damit wir alle entkommen können. Wir müssen einen Weg aus der Stadt der Elifiden finden. Wir werden die Elifiden ablenken, bis ihr den Weg aus diesem Stadtgewehr erfolgreich bewältigt habt. Wenn wir mit unserer Meditation aufhören, wird es in der Arena keinen schnellen Tod mehr geben. Aber der einzig mögliche Weg führt durch die Tür. Ja, dann werde ich das tun. Wir arbeiten zusammen. Dann haltet euch bereit, die Zeit des Kampfes liegt vor uns. Der Wärter wird bald kommen, um uns zu holen. Ja, was möchtet ihr? Ja, normalerweise, wenn wir das Großhirn hier zerstören, dann fällt die Elifidenstadt sprichwörtlich in sich zusammen. Oh, es ist sogar ein Gift gestorben in der Arena. Dumpfidedei, aus dir mache ich Prahl! Nun, ihr werden wieder kämpfen, weiter gut zu machen. Ich applaudiere für euch Jungs, denke ich. Diese Gifienki übel gräßgrämig gucken. Diesmal gegen diese Gifienki kämpfen. Ich hoffe, ihr nicht reden schon zu viel mit ihnen. Das macht Töten immer schwierig, ich weiß. Fragt nur. Wir beginnen mit der Meditation. Achtet auf die Tür und befreit uns alle. Ja. Das sollte nicht sein.
sie noch den da loswerden. Zeit geht klar.